Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Es geht direkt weiter mit dem Castle in in Welt 6. Level 6. In Welt 6. Ja. Und das ist so ziemlich mein Lieblingscastle, weil es halt einfach ein bisschen anspruchsvoller ist und weil ich den Boss auch sehr cool finde. Aber dazu dann gleich mehr. Ihr werdet ihn ja sehen. Ich will hier auch nichts spoilern. Für Leute, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen oder nicht mal so gut kennen, wie auch immer. Aber habe ich ja schon öfters gesagt, ich werde hier nichts spoilern. Auch wenn die Chance sehr gut steht, dass schon sehr viele Leute das Spiel zumindest schon in Teilen kennen. Oh. Und da muss ich echt aufpassen. Mit dem Panzer, das wäre fast sehr schlecht geendet. Und ich muss hier auch mit dem Timing die ganze Sache, ne? Da muss ich auch echt aufpassen. Weil ich hätte mich fast schon ein paar Mal selbst gekillt und man kann einfach so rüberspringen. Wow. Super. Und ich weiß, ich habe es schon öfters gesagt, nur ich wollte das nochmal ansprechen. Na, was macht man da unten? Einfach stehen bleiben, okay. Ich wollte es nochmal ansprechen. Und zwar, wenn ich irgendwie einen Satz beginne und den ich zu Ende führe, sorry dafür. Oder wenn ich mal irgendwie einen längeren Hänger habe und da nichts sage, das ist immer ein bisschen schade, wenn ich das so im Video sehe, weil eigentlich... Ja, zum Beispiel solche Situationen. Komme ich gleich zu. Hat zwar gerade gar keinen Sinn gemacht, aber ja, wenn ich irgendwie was sage oder was sagen möchte und dann auf einmal so einen kleinen Hänger habe und mir dann im Videoschnitt so denke, ah, schade, da hätte ich eigentlich mehr zu sagen können oder was auch immer, aber manchmal passiert dann irgendwie was, zum Beispiel so wie gerade, als ich getroffen wurde, dann muss ich da erstmal was zu kommentieren und ja, dann vergesse ich auch einfach manchmal, was ich sagen wollte. Ja, oder ich habe auch zum Beispiel schon versucht... Shit. Ach man, ey, wie kommt man denn da hoch? Kommt man da überhaupt hoch? Ich habe zum Beispiel auch schon öfters versucht, irgendwie vorm Video nicht wirklich einen Skript zu erstellen, sondern einfach, ich habe mir so Gedanken gemacht, yo, was könnte ich im Video sagen, worüber könnte ich reden, und das läuft meistens darauf hinaus, dass ich einfach dann zu gewissen Themen irgendwas sagen möchte und dann irgendwas vergesse zwischendurch, irgendwie was dazu zu erzählen zum Thema, und dann verhaspel ich mich andauernd, red dann irgendwie andauernd übers Gleiche. Also sagt dann andauernd irgendwie dasselbe, was ich schon vorher gesagt habe. Und man kommt hier tatsächlich hoch. Aber was bringt es einem? Die letzte Starcoin, ernsthaft? Holy shit. Ich weiß nicht, ob man mit einem einfachen Sprung da hochgekommen wäre, aber ich habe es mich halt nicht getraut die ganze Zeit. Eigentlich mega dummes. Ja. Das einfach direkt gemacht. Naja, was soll's. Kann man nicht wissen. Und ich hatte halt auch die ganze Zeit Schiss, runterzufallen. Ja. Gut. Aber nur, dass ich da nochmal drüber geredet habe, weil mir ist das halt so oft schon im Schnitt aufgefallen, dass ich dann irgendwie so längere Pausen habe, wo ich nichts sage. Es ist halt echt sehr unschön. Und ich hoffe, dass nervt nicht allzu sehr. Oder was mir auch aufgefallen ist, wenn ich irgendwie so weiß ich nicht, soll ich das nennen? Wenn ich irgendwie so Sätze beginne. Na, ich weiß nicht, wie ich
Ich glaube, ich mache das am besten einfach mal vor. Wenn ich dann so irgendwie komisch rede, also zwischen jedem Wort irgendwie so eine kleine Pause habe. Das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen, dass ich das ein paar Mal mache. Wow. Weiß auch nicht, warum ich nicht einfach auf ihn drauf springe. So. Ja, und das sind halt solche Sachen, die müssen halt echt nicht sein eigentlich. Das ist halt auch oft in solchen Situationen, wo ich dann unter Bedrängnis stehe und mich dann ein bisschen mehr aufs Spiel konzentriere, anstatt irgendwas zu sagen, anstatt einfach ein bisschen zu labern, dann währenddessen irgendwie zu quatschen. Zack. Alles klar. Und anstatt währenddessen dann ein bisschen zu quatschen und ein bisschen weniger aufs Spiel zu achten, achte ich zu sehr auf das Spiel, konzentriere mich zu sehr auf das Spiel und habe dann ja andauernd diese kleinen Hänger drin. Was halt echt nicht geil ist. So. Was ich mir auch so dazu gedacht habe, war, dass es sehr hilfreich wäre, eine Webcam zu haben, weil man dann einfach so die Gesichtsausdrücke sehen würde, die ich währenddessen habe. Und das alleine gilt ja, gilt ja dann quasi schon so als kleiner Füller. Wenn ich irgendwie was am Reden bin und stoppe dann zwischendurch, dann sieht man wenigstens noch das dumme Gesicht, was ich dabei mache. Und ja, es ist irgendwie, das kommt nicht so komisch, wie wenn man einfach nur, was soll man da denn machen? Okay, ich weiß nicht, ob es vielleicht vorher einen Koopa schon gab. Oder ob man den Koopa... Ja, okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Machen wir einfach nochmal neu. Ich habe sowieso gerade darüber nachgedacht, mich da einfach umzubringen an der Stelle. Weil ich eigentlich jetzt gerne die Starcoin mitnehmen würde direkt. So, und jetzt schauen wir mal. Hier gab's keinen Koopa. Ich verstehe es nicht. Wie soll man denn an den Koopa dran, an die Starcoin drankommen? Hä? Ach komm, ey. Da unten fährt noch so ein Ding entlang. Ja, wow, woher soll man das denn wissen? Und vor allem, wo ist das denn überhaupt? Weil ich habe mir schon... Obwohl, ja gut, woher soll man das wissen? Natürlich nicht. Man kann sich eigentlich schon denken, dass man das nicht mit dem Koopa machen soll, weil es ging halt nicht. Ihr habt's gesehen, ich habe versucht, da dran zu kommen. Ach, Moment! Das ist Dingen. Ja, toll. Ja, aber das ist ein bisschen unfair. Das ist ein bisschen unfair, weil man kann halt diese Linie kann man überhaupt nicht sehen. Man muss da schon so ein bisschen Vertrauen darin haben, dass es da dann unten weitergeht. Mit der Bahn. Hm. Naja, ich hoffe, es kommt nicht nochmal sowas. Zum Beispiel an der Stelle hätte man sowas auch nochmal machen können. Ich hoffe, dass da unten nicht noch was? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen unaufmerksam. Ich hoffe, wir kriegen noch die dritte Starcoin. Muss man hier machen? Am besten beide mitnehmen, ne? Ja, okay. Ja, da oben ist die Starcoin. Kein Thema, da oben ist die Starcoin. Und hier geht's lang. Alles klar. Ja, wow, toll. Ist da unten eine Röhre? Kann man jetzt halt auch schon wieder nicht wissen, ne?
Mann, ey. Dieser Level nervt irgendwie ein bisschen ab. Eine Blume drin? Ja. Okay. Brauchen wir nicht. Wir haben schon eine. Oder zwei. Dann. Was? Man kann die doch mit der Blume killen? Okay. Ja, okay, da unten wird noch eine Röhre gewesen sein. Okay, der Level nervt ein bisschen. Ja, komm, kloppen wir den Level schnell noch durch und geben wir mal ein bisschen Gas in den nächsten Leveln. Weil ich möchte nicht, dass das schon wieder so ein extrem langer Part wird. Ich möchte einfach mal so wieder zu diesem eine halbe Welt pro Part Dingen kommen. Dass wir das auch mal wieder schaffen. Wohl ist das letzte Castle? Ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen länger war. Man dann sowieso einen eigenen Part dafür machen muss. Wegen Credits und so weiter. Wenn das Castle lang ist, die Credits lang sind. Okay. Der Block hätte mich fast gekillt. Alles klar. Zweimal, ne? Scheiße. Oh, ey. Ja, komm. Hä? Was ist hier los? Ne. Alter. Wie lucky war das? Wie absolut lucky. Was ist hier? Ein One-Up? Ja. Alles klar. Ja, nice. Oh mein Gott, ey. Wie absolut lucky das war, dass ich da auf dem Block drauf gelandet bin. Holy shit. Ich kann es gerade absolut nicht glauben. Nee. Ich wollte gerade hier direkt auf die Plattform draufspringen, aber dann habe ich mir noch in der letzten Sekunde so gedacht, nee, machst du doch nicht. Ja, nice. Oh Mann, ey. Der Block hat mich zweimal fast gekillt, aber auch einmal gerettet. Also wirklich gerettet. Sonst wäre ich da safe gestorben. Fairer Tausch, würde ich sagen. Zweimal fast gekillt, ist quasi einmal gekillt und ja. Dafür wurde ich halt auch einmal gerettet. Und hier? Waren mehrere Türen? Ja, okay. Das war ein ziemlich asoziales Buhu-Haus. Drüben ist eine Starcoin. Oh. Und da ist auch ein Schalter. Okay, das ist die zweite Starcoin. Aber ich glaube, wir kommen zurück. Wir kommen zurück in den Anfangsraum. Da soll ich dann erst hier reingehen? Das ist ein Müllraum? Ja, scheint so. Kacke. Okay. Ja gut, hier oben, hier drüben ist auch die Fläche ein bisschen breiter, ne? Hier ist die nächste Starcoin. Hier ist die erste, wunderbar. Gehe ich mal davon aus, dass man hier rein muss. Und da... Nein, ich dachte, das wäre so ein... Ah, so eine Plattform, wo man durchspringen kann, so wie hier. Okay. Hier kriegt man zumindest nochmal ein Power-Up. Diese Hände wurden auch nur in diesem Spiel hier benutzt, oder? Ich glaube, hier war sogar der Secret Exit.
Okay, was? Hier. Scheiße. Ja, man kann zumindest nochmal betätigen. Okay. Wollte nur schnell schauen, was es da drüben gibt. Also wir können entweder nach links oder wir können komplett nach rechts sprinten. Ich glaube, ich würde erstmal nach links. Da oben gibt's nichts. Hoffe ich. Ich bin wieder am Anfang. Mann. Hallo? Okay. Komm schon, ey. Da oben könnte echt was sein, ne? Das war knapp. Und hier ist die letzte Starcoin. Alles klar. Gibt's denn hier auch einen Secret Exit? Ich schätze mal, ne? Ja, komm mal da. In die Fahnenstange. Nein, schade. Aber ich glaube, in jedem Geisterhaus gibt es einen Secret Exit. Ist da unten Platz? Ja, könnte sein, ne? Könnte aber auch genauso gut in diesem Loch-Level da, da sein. Ich weiß nicht, ob das ein Wasserlevel ist. Auf jeden Fall bei dem Level mit dem Loch dabei. Da könnte das auch gut sein, das Secret Exit. Ah, ich kann zur... Okay. diese Bernd das Brot-Mechanik. Okay. Weiß nicht, brauchen wir vielleicht sogar einen Koopa? Eine Koopa Shell, besser gesagt. Hier sind so viele einfach nur. Könnte halt echt sein. Nee, wir müssen aber groß sein. Okay. Dann gar kein Problem. Das ist schon wieder so ein Level, wo man nicht vernünftig durchgehen kann, ne? Also nicht schnell durchgehen kann. Weil einem die Geschwindigkeit halt vorgegeben wird. Mann, ey, das zackt ein bisschen. Ah, nice, okay. Eine Blume. Interessant. Aber brauchen wir nicht. Dass mich der Koopa nicht getroffen hat, ist auch, ja. Ein Wunder, würde ich mal sagen. Und, na, nee, da brauchen wir doch keine Koopa Shell. Also, klar, es wird verlangt, dass man das da mit einer Koopa Shell macht, aber... Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ja. Es geht halt nur um Münzen. Was denn hier? Oh mein Gott. So eine Stelle meinte ich. Da ist nämlich eine Koopa Shell zwingend benötigt. Dass man da die Starcoin bekommt. Und... Wie habe ich denn jetzt den Fragezeichenblock nicht aktivieren können? Egal. Und es ist sogar die zweite Starcoin. Und hier ist die letzte. Alles klar. Holy shit. Nice. Ja, da muss man... echt sehr sicher mit diesen Gegnersprüngen sein.
Naja, aber hier wird der Secret Exit keinen Sinn machen. Ich denke schon, dass er beim Geisterhaus sein wird. Mann, ey. Okay. Oh. Was ist das denn hier? An den Obwohl doch, an einer Stelle musste man, glaube ich, die Mechanik nutzen, um höher zu kommen. Für eine Starcoin. Ja. Aber ansonsten kann ich mich an diesen Level echt nicht mehr erinnern. Oder war es nur für den roten Kreis? Aua, cool. Ganz, ganz toll. Ja, ich musste hoch. Und vor allem macht der scheiß Wiggler jetzt nicht mehr diesen, diesen Move mit dem Rücken. Warum nicht? Hä, was ist hier denn jetzt los? Alter, was? Wie viele Münzen hier spawnen? Okay, das ist cool. Oh nein. Okay, nice. Nein, ah, shit. Aber mir war jetzt die Starcoin wichtiger. Als da den Stern zu verlängern. Hätten wir weiter nach rechts gekonnt. Ach, kacke. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Und wir haben sogar wieder eine Schnapszahl erreicht. Alles klar. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir holen im nächsten Part einfach ein bisschen was nach. Unter anderem hier den Secret Exit. Schauen da mal gründlich durchs Level. Und hier die Starcoin nach. Machen hier den Level und die ganzen Pilzhäuser machen dann auch. Und wahrscheinlich dann auch hier den Level hinter dem Turm. Lasse ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit und dann geht's ab dem übernächsten Part wieder weiter damit, dass wir eine halbe Welt pro Part machen. Freue mich drauf. Alles klar. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.